Hey ho und willkommen zu meinem Video. Entschuldigt, ich habe hier irgendwie gerade so ein. Ich habe heute witzigerweise bei Pinterest, das ist so eine Internetseite, wo man Bilder angucken kann, eine Vorlage gefunden zum irgendwas basteln. Und ich habe nicht die geringste Ahnung, was da rauskommt, ehrlich gesagt. Aber ich bin jetzt schon den ganzen Tag dran. Erst habe ich es ausgedruckt, dann habe ich es geschnitten. Und jetzt muss ich es halt falten und ja, und dann später muss ich es noch irgendwie kleben, aber da werde ich dann mal meine Eltern fragen, was sie meinen, wo da der Kleber hingehört. Und dann kommt da irgendwas. Eine Box. Cool. Das ist echt cool. Aber wie mache ich es, dass ich die Box am Ende noch wieder aufbekomme? Das ist dieser Moment, in dem ich mich freue, dass mein Vater Druckermeister, Schriftsetzer und sowas ist, weil ich wette sonst was drauf, dass der da eine Lösung dafür kennt. Weil, ja. Gut, ja, willkommen zu meinem Video und willkommen zu meinem Update vor allem. Ja, wie jedes Mal bekommt ihr ja schon mal ein Update, was sich so getan hat, wo ich gerade Stand der Dinge bin und so weiter und so fort. Also als erstes mal meine Haare, die wachsen echt krass gut. Na, Mama? Bin ganz begeistert, wie die langsam nach unten wachsen und ja, und wie es dann langsam doch, also hier hinten, die sind richtig, die springen schon richtig nach unten und ja, die kann ich jetzt auch schon, wenn ich danach lieg, tut es richtig weh, weil es zieht und ich hatte noch nie in meinem Leben so lange Haare wie jetzt. Und also ist ja gerade eine Versuchsreihe und auch vor allem, damit die wieder sich mehr locken, weil ja, um meinem Opa eine Freude zu machen. Und ja. Deswegen habe ich das hier angefangen und jetzt hoffe ich einfach, dass es das dann auch so weiter sich entwickelt. Meine Mom sagt mir jetzt ständig, ich soll mir, weil hier diese Dinger hier, die nerven total, die hängen mir nämlich immer gerade so ins Gesicht, egal was ich mache. Dann sagt meine Mom immer, ich soll mir jetzt doch einen Haarreifen suchen. Aber ich finde irgendwie, mit Haarreifen sehe ich total komisch aus. Ich krieg da irgendwie so einen fetten, so eine riesen Stirn. Ja Gott, habe ich eine riesen Stirn. Mama! Ich habe voll die Riesenstirn. Ich kann keine Haare auftragen. Das sehe ich aus wie. Also sieht es aus wie so eine Riesen. Als hätte Mensch, ich bist du denn rumspringen? Was ist denn? eine riesen Stirn. Ja, klar. Ja, aber das fällt mir jetzt gerade erst auf. Oh Gott. Das ist furchtbar. Toll, das ist jetzt nicht das Ding, was ich immer. Oh mein Gott, ich muss auch noch Leo seine Medizin geben. Oh. Ja, ich versuche gerade mein Video zu drehen, aber ich bin verpeilt und habe Dinge vergessen wegen der Uhrzeit. Zeitumstellung und so. Jetzt habe ich gerade auf meiner Uhr, die ich extra noch gelassen habe, damit ich Leo zur richtigen Zeit die Medizin gebe, gesehen, dass es jetzt Zeit wäre. Nicht ich. Hallo. ja. Gut. Jo, da ein bisschen und da noch und da ein Würstchen und fertig ist es. Und jetzt. Also, was hat sich bei mir getan die letzten Wochen? Wie gesagt, also meine Haare sind gewachsen und tatsächlich, was geholfen hat bei Leo, ist dieses Zeug hier, Benebackgel. Das hieß mal vor ein paar Jahren noch Benebug-Word, hat jetzt aber seinen Namen geändert, weil viele Leute nicht gewusst haben, dass es außer den Vögeln noch auch anderen Tieren geben können. Wie zum Beispiel diese kleinen Häschen, die Magenproblemchen haben. Und ja, jetzt kriegt er halt das jetzt gerade immer wieder. Und ja, also zweimal am Tag ein bisschen was auf ein Leckerli. Das ist dann so die Dosierung. Ja, was gibt's noch Neues? Ja, irgendwie lassen uns die Trauerfälle gerade nicht in Ruhe. Einer meiner entfernten Onkel ist leider jetzt auch gerade erst verstorben. Also der ist jetzt diesen Monat verstorben. Aber so, ja, da läuft es auch noch nicht. Aber wo es toll läuft und was auch toll läuft, ist meine Oma. Es freut mich voll. Die ist jetzt wieder zurück aus der Kur und ja, die läuft auch schon richtig gut und die war jetzt vor ein paar Tagen, hat sie Treppen tatsächlich sogar schon genommen. Und ja, freut mich voll.
Ich habe voll das komische Zucken gerade auf der Kamera in den Augen, aber hier ist so ein voll blöd helles Licht und ich versuche da immer wegzugucken. Und aber wenn ich nicht weggucke, dann gucke ich nicht mehr in die Kamera. Und ja. Gut, was hat sich noch getan? Ich muss zugeben, in letzter Zeit hat sich nicht so viel getan, weil ich war sehr viel in der Wohnung, weil ich ja mich um Leo viel kümmern musste, weil der hatte Magenprobleme. Und bis ich das wieder so im Griff hatte, so halbwegs, wollte ich den kleinen Mann nicht so lange alleine lassen, weil ich mir gedacht habe, ich, ja, wenn irgendwas ist, will ich lieber da sein und mich um ihn kümmern können. Ja, gut. Heute, also wirklich heute, da war ich mit meinem Papa unterwegs und habe mit ihm Sachen eingekauft. Zum einen Heu für den Hasen, zum anderen Leckerlis für den Hasen. Und dann auch noch eine Bettdecke für meinen Papa, weil ja, die Sache mit dem Hund hat sich immer noch nicht geklärt. Und im Moment sitzt er oft auf dem Sofa und da ist es jetzt im Winter etwas kalt und ich mache mir da Sorgen, dass er sich erkältet. Und darum habe ich gesagt, jetzt habe ich mit ihm dann besprochen und habe gesagt, wir sollten vielleicht heute diese Decke holen, damit es nicht so kalt ist. Gut, was gibt's noch? Bei meinem Zimmer kann ich euch, da gibt es nachher ein Update tatsächlich, weil das machen wir gesondert, weil da hat sich ein bisschen was getan. Nicht viel, aber ein bisschen was. Und ja, gut. Das war eigentlich alles, was ich euch jetzt heute so in diesem Update-Video sagen kann, weil leider gibt es noch nicht mehr zu sagen. Und der letzte Mal, als ich euch ein Update-Video gemacht habe, ist nicht so lang her, aber ich versuche es halt immer, damit ihr immer up to date seht, was aktuell passiert, zu machen. Also gut. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was sich bei euch so getan habt. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.ritual@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.